das merkt, obwohl ich krieg. Andern das Land im Bastard, sein nur Praktiker, zu viel im Self-Family. Ja, ich existiere tatsächlich noch. Immer mehr Kommentare fallen mir auf, auch unter den Videos von anderen YouTubern, wo plötzlich kommentiert wird. Also, viele haben anscheinend... Oh, was ist denn da für ein Fusel? Ich glaube, irgendwas ist geschehen. Viele wissen gar nicht, dass ich noch am Start bin, die früher auch hier immer waren. Ich bin ja auch bei anderen YouTubern zum Beispiel unterwegs und kommentiere ab und zu mal. Und wenn ich dann später wieder reinschaue, ich kriege meistens leider irgendwie gar keine Benachrichtigung, wenn jemand auf meinen Kommentar antwortet. Gilt aber auch für den Kanal hier. Ich habe da jetzt gerade was eingestellt. Ich hoffe, das wird mir jetzt angezeigt. Auf jeden Fall schreiben die dann wie Sachen wie, oh mein Gott, du existierst noch. Oder andere schreiben mir, hat seit langer Zeit mal wieder vorbeigeschaut. Wusste gar nicht, dass du wieder aktiv bist. Dies, das und so, solche Kommentare. Gibt's immer mal wieder und das ist interessant, weil, ja, ich bin ja schon relativ lange wieder am Start, ich war ja eigentlich auch nicht so wirklich weg eigentlich, gut, 2015 war ein bisschen wenig los hier, ne, gab halt schon so eine ruhige Zeit zwischendurch, aber, naja, ist schon komisch. Die Sache ist wahrscheinlich einfach die Leute kriegen gar keine Benachrichtigung wahrscheinlich, weil ja irgendwann dieser Quatsch mit der Glocke eingeführt wurde. Aber naja, also Leute, ich bin doch da, ey. Ne? Hallo. Ich bin auch kein Roboter, ey. Also, ne? Alles klar. So, noch ein paar Dinge. GTA Online, da liefen ja jetzt wieder 3 oder 4 Folgen, ne? Gab's mal wieder. Oh, wunderschön. Oh, ja, geil. GTA. Ich habe ja immer noch geplant, bis Folge 1000 das durchzuziehen und dann ist endgültig Ende mit GTA 5 online. Ne? Die Sache ist nur die Folgen kann ich nicht hier momentan liefern. Ich brauche halt Zocker, ich brauche Spieler. Ne? Alleine macht das ja keinen Spaß. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen für den Nachtclub, um den nochmal schön aufzubauen. Da hat man wenigstens eine Beschäftigung. Das wäre mal ganz cool vielleicht, aber das muss ich gucken. Das mache ich wahrscheinlich im Livestream, aber wie gesagt, da braucht man schon so 2, 3 Mitspieler, ne? Sonst ist das ja langweilig, meine Nase juckt. Schauen wir mal, so viel zu GTA auf jeden Fall. So, Forza Horizon 3, da liefen ja eine Weile Videos, wo ich Autos vorgestellt habe. Haben auch einige Kommentare rausgehauen, was für Autos die sich wünschen. Habe ich aber wieder auf Eis gelegt, warum? Ich habe mir gedacht, warum soll ich das jetzt noch machen? Ich warte da lieber auf Forza Horizon 4 und mache das Format da weiter. Das macht in meinen Augen mehr Sinn, das dann bei dem neuen Game zu machen. Fliegen hier Fusel rum, ja? Dann wäre da noch Need for Speed Legends. Wir sind ja momentan da bei Pro Street und ich hatte ja vorm Urlaub noch eine Menge aufgenommen. Und das momentan ja auch in der Pause, weil ich halt keine Folgen mehr da habe. Ich muss erst wieder aufnehmen. Eigentlich wollte ich heute aufnehmen, jetzt nehme ich einen Vlog auf. Ich habe keine Kraft gefunden auf das Spiel heute. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist momentan für mich so die Luft raus, was Pro Street angeht. Was heißt Luft raus? Ich habe momentan einfach nicht so das Feeling, ja. Ich spüre die Vibes nicht von dem Game, ey. Aber geht auf jeden Fall weiter, wird auf jeden Fall noch beendet. Die Sache ist, da kommt jetzt auch eine scheiß Tonne von Arbeit auf mich zu, ne? Das wird eine ganze, ganze Menge Arbeit. Wir haben richtig viele Aufträge in der Firma. Das wird richtig Zeit fressen. Und ich weiß echt nicht, wann ich dazu komme, dann vernünftig wieder aufzunehmen. Da müssen wir echt mal schauen. Weil ich ja sonst auch noch nebenbei andere Sachen mache. Mein Auto ist momentan in der Werkstatt. Motor wird getauscht. Hat leider einen Totalschaden. Ist ein Kolbenfresser gewesen. Ja, BMW im Arsch. Muss leider der Motor getauscht werden. Aber irgendwie kommt der Herr nicht aus dem Pott. Der Wagen steht da jetzt schon wieder seit 3, 4 Tagen an der Straße rum und vergammelt da im Regen. Der hat anscheinend immer noch nicht angefangen mit dem Motor. Also ich denke mal spätestens Wochenende oder nächste Woche fahre ich da vorbei und schau mal, wenn er dann noch nicht angefangen hat, weiß ich nicht. Was soll das? Jo, dann die Sache, der Urlaubsvlog, den hatte ich ja auch angekündigt. Ich meine, der Vlog ist an sich fertig, aber das ist der private Vlog. Dann wollte ich ja noch ein bisschen was schnibbeln und schnubbeln
für euch, aber ich habe halt nicht so viel Material, weil ich halt auch nicht viel aufgenommen habe da, weil, hey, ne, hier, Handykamera, so, ne, ich habe ja keine dicke Kamera, was weiß ich. Und ja, da kann man halt nicht so ein krasses Video, wie man vielleicht erwartet, draus machen. Und natürlich ein paar geile Szenen von der Umgebung und alles, dies und das. Und ein bisschen habe ich am Strandwart gequatscht, aber war es, weil ich einfach wirklich Urlaub machen wollte. Weil der Tag, an dem ich aufgebrochen bin in den Urlaub, auf dem Weg nach Holland, ist mir ja der Motor da hochgegangen. Ne? War so 20 Kilometer vor der Grenze. Und ich habe leider nicht aufs Tacho geachtet, höchstens mal auf die Geschwindigkeit, aber die Temperatur ist mir nicht aufgefallen und auf einmal ist da keine Power mehr gekommen und dann ist er auch ausgegangen. Das war dann halt schon der Kolbenfresser im sechsten Zylinder und dann hat sich das erledigt. Da hat der Motor aufgegeben und das war einfach nur, ich habe auch schon den ADAC-Typ gesagt, ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll hier, ich wollte doch nur in den Urlaub. Ne, ich hatte eigentlich auch ganz viel geplant da im Urlaub, aber da habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Nerv mehr, jetzt will ich wirklich nur noch Urlaub machen. Ja, und dementsprechend habe ich halt auch schön die Zeit da genossen und so weiter, hin und wieder mal was aufgenommen, aber kein XXL Super Vlog, ne, ich habe einfach Urlaub gemacht und mein Gott, ich vermisse diesen Ort wieder, denn ich will da leben am liebsten. Ha! Naja, so viel dazu, gut. Ansonsten, ja, seid ihr eigentlich informiert. Das erste Video auf meinem Kanal, den ich schon in älteren Videos mal erwähnt hatte, hochgeladen hat, da ist ja... Laber ich hier von Scheiße, Alter. Voll verdreht wird, ey. Ja, soweit, so gut. Seid ihr informiert? Und der Kanal, den ich da in Vlogs und so weiter auch schon mal erwähnt hätte, der sich hochgeladen nennt, mein zweiter neuer Kanal, hat jetzt sein erstes Video online, ne, über die Gamescom, habe ich was berichtet, über so ein paar Gestalten im Internet, die sich da wieder lustig gemacht haben. Erste Videos da, kommt bald mehr. Auf Facebook sind auch Videos, könnt ihr mal gucken, die gehen ganz schön ab da, die haben echt viele Aufrufe und so weiter. Sind aber wirklich mehr so Comedy-orientiert. Das ist nicht hier wie jetzt hier ein Vlog oder so. Das sind schon so ganz spezielle Sachen. So ganz komisch. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ansonsten, ne? Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ne? Gut für den Kanal. Kommentare genauso. Kommentare sind sehr gut für den Kanal. Und wenn ihr abonniert habt, denkt dran zu schauen, habt ihr die Glocke aktiviert für die Benachrichtigungen. Und ja, wenn ihr abonniert, natürlich auch die Glocke mit aktivieren. Ja, so läuft das halt heutzutage. Im Internet, ey. Also dann, ihr wisst Bescheid, ne? Wichtige Verlinkung wie immer unten in der Beschreibung. Bla, bla, bla. Ihr wisst Bescheid, was mit den Games los ist. Ihr wisst Bescheid, was mit dem Auto los ist. Ihr wisst einfach alles wieder. Man kennt ihn. Infos sind raus. Und damit auch ich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Unkel.